Am 22. November 2022 kam die 35-jährige Heidi Messeni ins Eaton, Ohio Polizeirevier. Heidi erzählte der Polizei, sie habe ihrer 93-jährigen Großmutter das Leben genommen. Dafür benutzte sie das volle Küchenspülbecken. Sie erklärte, dass alles gut war und sie plötzlich nach Luft schnappte. Die Polizei nahm schon ihr erstes Geständnis mit ihren Körperkameras auf. Aber jetzt wollte sie noch einmal die Details im Verhörraum besprechen. Heidi, wir haben noch ein paar Fragen. Das ist Ermittler Carpenter und er wird Ihnen einige Fragen stellen. Okay, dann gehört sie Ihnen. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin der, der Ihre Hände abgewischt hat. Na gut, können Sie mich hören? Ja. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen kann, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu kontaktieren oder er darf Ihnen bei der Befragung beistehen. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen kostenlos einer gestellt, der Sie bei der Befragung vertritt, wenn Sie das wünschen. Sie können jederzeit entscheiden, diese Rechte in Anspruch zu nehmen und die Beantwortung der Fragen einzustellen. Haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Ja. Okay, ich weiß, dass Sie bereits mit Kommissar Elversole gesprochen haben. Okay, aber vielleicht würden Sie mit mir nochmal Ihren Tag durchgehen. Okay, wann sind Sie heute aufgestanden? 7 Uhr morgens. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe bei mir im Zimmer abgehangen und ging etwas einkaufen. Ich holte Schinken, Eier, Kuchen heute Morgen. Und Eiscreme und etwas Milch für meine Oma. Alice, richtig? Okay. Ich brachte sie rüber. Um wie viel Uhr? Vielleicht um 7:30? 7:30 morgens. Sie schlief, also ging ich wieder nach Hause. Okay, wie kam es dann, dass Sie nochmal zum Haus oder zur Wohnung Ihrer Oma gegangen sind heute? Sie rief mich an. Um wie viel Uhr war das? Ich weiß es nicht genau, vielleicht zu 15 Uhr. Ich ging nicht ran. Okay, warum gingen Sie nicht ran? Gestern Abend hatte ich eine psychische Beurteilung für meine Sozialversicherung. Ah, und wo war das? Übers Telefon. Über das Telefon? Und die letzte Frage, die Sie mich bei der Prüfung fragten, war, wenn Sie ein 2-jähriges Mädchen alleine auf einem Bootssteg sehen würden, was würden Sie tun? Und ich meinte, keine Ahnung. Und ich dachte die ganze Nacht darüber nach und den ganzen Tag, ja? Okay. Heidi hat eine lange Vorgeschichte mit psychischen Problemen. Sie versuchte verschiedene Medikamente, aber nichts schien zu helfen. Ihre Großmutter kam an einen Punkt, an dem sie nicht mehr für sich selbst sorgen konnte. Und Heidi hatte kein Geld, um sie in ein Altersheim zu geben. Also begann sie damit, sie selber zu pflegen. Also, um wie viel Uhr kehrten Sie zum Haus Ihrer Großmutter zurück? Also heute. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es war. Wann immer es passiert ist, sobald ich da war. Und vorher waren Sie nicht drin? Nein. Okay. Ich machte Eiscreme, weil sie Eiscreme wollte. Sie sagte, ich habe mitbekommen, dass du heute Morgen hier warst. Mein Kühlschrank ist voll Snacks und ess doch welche. Mhm. Also setzte ich mich hin und aß welche. Okay. Wie war das Gespräch? War sie sauer auf sie? Nein, alles war gut. Es war ein guter Tag. Ja, gestern waren wir noch zusammen beim Arzt und dann sagte sie, wir gehen was essen zusammen. Und eigentlich ging sie nicht oft raus. Sie bedankte sich bei mir und sagte, dass das der beste Tag gewesen wäre, den sie seit langem hatte. Okay. Ich weiß nicht, nachdem wir das Eis gegessen hatten, stand sie auf, um den Abwasch zu machen. Sie bot an, den Abwasch zu machen. Sie machte immer den Abwasch, wenn ich kochte. Sie war in der Spüle, richtig? Ja, und ich verlor meinen Verstand. Okay, ich muss Sie was fragen. Was? Ich gebe Ihnen einen Moment. Gut. Sie hat nichts getan. Nichts. Sie war wirklich eine perfekte Oma. Und sie schimpft auch nicht mit Ihnen oder so. Sie stand einfach an der Spüle und machte den Abwasch, richtig? Okay, und wo standen Sie? Rechts neben ihr. Okay, also auf Ihrer rechten oder Ihrer linken Seite?
Ich glaube, ich stand links hinter ihr. Okay. Und wie voll war die Spüle? Voll? Ich habe sie ganz voll gemacht. Ja, okay. Also haben Sie mehr Wasser eingelassen? Ja, okay. Und warum haben Sie mehr Wasser eingelassen? Das war, als die Sache passierte und ich merkte, dass nicht genug Wasser im Becken ist. Und dann drehte ich auf und ließ es volllaufen. Okay, ich verstehe. Also, wie griffen Sie sie? An den Haaren. An den Haaren. Und ich riss sie hoch und knallte sie auf die Theke. Okay, können wir uns kurz etwas beruhigen? Und versuchen wir, einen klaren Kopf zu behalten, okay? Denn ich will hier die absolut richtige Version von Ihnen erfahren. Also, nachdem Sie sie runterdrückten, haben Sie sie dann auf die Couch gezerrt oder haben Sie sie hochgeschoben? Also, Sie ließen sie auf der Couch. Okay, und dann, was? Denken Sie, da hat sie noch geatmet? Ja? Okay. Und was ging da durch Ihren Kopf? Zu diesem Zeitpunkt, also hätte man das wahrscheinlich noch stoppen können. Nein, ich wollte, dass sie ruht. Ich wollte, dass sie ruht. Ich wollte, dass sie ruht. Also war es Ihre Entscheidung an dem Punkt, als sie auf der Couch lag. Und Sie dachten, dass sie das vielleicht überleben könnte, also wollten Sie weitermachen. Okay, gut. Bewegte sie sich noch oder sowas? Hob sie ihre Hände hoch? Nein? Sie lag nur da? Okay. Also, und danach lag sie auf der Couch. Und dann hatten Sie die Idee mit der Badewanne. Okay. Wissen Sie, ich will Ihnen hier nichts in den Mund legen, aber das wurde mir gesagt. Ich wurde gestern Nacht angeleitet mit diesem kleinen Verhör. Ja? Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Paranoia. Okay, bleiben wir einfach bei der Sache, okay? Kämpfte sie in all der Zeit? Und sie war nicht bei Bewusstsein? Obwohl Heidi bereits bestanden hat, ihrer Oma das Leben genommen zu haben, müssen die Ermittler rausfinden, ob sie den Mord geplant hat. Denn dann könnte sie wegen Mordes ersten Grades angeklagt werden. Warum war das Fenster offen? Weil ich durchs Fenster raus bin. Und warum sind sie durchs Fenster raus? Weil ich nicht wollte, dass mich jemand sieht und ich direkt zu ihnen wollte. Hatten sie schon die Absicht, bevor sie rübergingen? Nein, nein, auf keinen Fall, denn... Ich frage, denn einige Familienmitglieder sagten, dass sie am Sonntag sagten, das wäre das letzte Mal, dass sie alle zusammen beim Essen sitzen würden. Das sagten mehrere. Dass ich so ein großes Essen für alle mache. Ja, okay. Aber sie sagten nicht, dass es das letzte Mal sei, dass sie alle zusammen wären. Mm-mm. Nur, dass ich so ein großes Essen für alle machen würde. Okay. Also hatten Sie niemals die Absicht, das zu tun, bevor Sie rübergingen? Ich gebe zu, dass wir eine Diskussion darüber hatten. Das war auch so, als sie hysterisch zu mir kam. Aber ich ließ wieder davon ab, also ich verwarf es. Als sie weinte und eine Panikattacke hatte und mir sagte, bring mich um. Das war dann so, naja, wissen Sie, dass alle es sagten. Wir hatten darüber notgedrungen eine emotionale Diskussion. Ich meine, ich stecke jetzt darin, aber sie regt sich zu sehr auf. Das ist so stressig. Oh, das verstehe ich. Ich fühlte mich wie sie und das könnte mir auch eines Tages durch den Kopf gehen. Dann ging ich einmal die Straße runter und da war dieser Hund, dieser alte weiße Hund. Und er erinnerte mich an ihr Haar. Und ich lebte zu der Zeit in Tuscan. Und dort schwankte der Verkehr auf und ab. In der Final Lane Straße. Und ich saß an einer Bushaltestelle und dann rannte ich über die Straße und holte den Hund. Er biss mich und schnappte nach mir, weil er Todesangst hatte. Ich nahm ihn mit nach Hause und ich denke, er hatte eine Art Diarrhoe und er war dehydriert. Und er war krank und strandete in Tuscan. Da gab es keine Humanität. Ich schleppte den Hund zum Tierarzt und der sagte, der Hund wäre wirklich alt und hätte sein Zuhause wahrscheinlich zum Sterben verlassen. Das wäre wahrscheinlich der Fall. Und das dachte ich, also das ging mir durch den Kopf. Dachten Sie, bevor Sie rübergingen, dass Sie es tun müssten? Nein, nein. Nein, nicht als Sie rübergingen. Okay. Ich dachte nur, ich gehe rüber, um mit ihr Eis zu essen. Und dann ging es einfach... Bam! Es knallte Ihnen einfach in den Kopf. Haben Sie jemals besonders darüber nachgedacht? Also speziell über Sie nachgedacht? Ich habe niemals darüber nachgedacht, sie zu verletzen.
Sie haben nie darüber nachgedacht. Ich habe nie über das Verletzen nachgedacht. Ich meine nur darüber. Sie dachten aber nie, jetzt okay, hänge ich darin, verstehe. Und ich denke darüber nach. Ich denke über all die Kleinigkeiten nach, die mich dazu geführt haben. Und ich will nicht länger hier sein. Was meinen Sie mit Kleinigkeiten, die Sie dazu brachten? Wie dieser Hund. Wie dieser Hund. Und das erste Verhör letzte Nacht und eben all diese Kleinigkeiten. Ich will nicht weiter hier sein. Okay. Dann eine Frage jetzt, okay? Ganz ruhig, okay? Gab es irgendwas, dass Sie dachten, Sie müssten es tun? Ich glaube nicht. Okay. Waren Sie verärgert über Sie? Ich war nicht verärgert über Sie. Ich bin verärgert über diese Situation. Ihr Sohn wohnte nebenan und... Wie heißt er? Rusty. Und dann gibt es da noch Paige, der verrückte kleine Satansbraten. Sie ist schmutzig. Sie ging im Haus ein und aus, aber meine Oma ist eine Prinzessin. Sie wuchs als die tolle, tolle Prinzessin ihr ganzes Leben auf. Sie war immer gut versorgt, wohlhabend und all diese Dinge. Und plötzlich tauchte da dieser ganze Müll auf, direkt eine Tür nebenan und ging bei ihr im Haus ein und aus. Das brachte sie auf die Palme. Sie konnte sich selber nicht davor schützen. Sie konnte ihnen nicht sagen, dass sie gehen sollten. Sie konnte nichts dran ändern. Das machte sie wahnsinnig. Mir ging es auch auf die Nerven, denn ich wollte sie einfach rausschmeißen. Und so schnell wie sie weg waren, waren sie auch wieder da. Und wenn man sie ansah, sah man ihnen im Gesicht den Stolz darüber an. Es war psychotisch. Wohnen Sie mit jemandem zusammen? Ich wohne mit Ihrem anderen Sohn und meiner Mutter zusammen in der Spring Street. Und das ist Ihr Haus und das überfallen Sie gerne. Wie ist der Name Ihrer Mutter? Holly. Holly? Holly Messeni. Holly Messeni. Okay. Es scheint, als hätte Heidi wirklich auf ihre Oma aufgepasst. Denn normalerweise beteuern Täter in solchen Situationen nur, wie schwer es war, ihr Opfer zu pflegen. Aber Heidi hat bisher nichts Negatives über ihre Oma gesagt. Es war einfach nur, ich fühlte mich wie in der Hölle. Okay. Wie war der Mädchenname ihrer Mutter? Cassidy. Cassidy? Und das Haus in der Spring Street, ist das von ihrer Großmutter? Das ist Omas Haus. Wie kommt es, dass sie darin leben? Es ist... Ich weiß es nicht. Das ist okay, kein Ding. Ich bin nur neugierig. Aber Sie leben noch nicht lange dort, oder? Da sind viele Hunde, richtig? Da sind Hunde überall. Ja, überall. Sie zerstören dort alles. Ja, sowas dachten wir uns. Und sie sind ständig um mich und meine Oma herum. Und wissen Sie, sie wiegt nur 44 Kilo, zumindest gestern. Dann lassen Sie mich noch was fragen. Nachdem Sie aus dem Badezimmer gingen... Also, was realisierten Sie, als Sie aus dem Badezimmer gingen? Sie hat jetzt ihren Frieden. Sie muss sich jetzt mit dem ganzen Scheiß nicht mehr rumärgern. Wenn Sie also sagen, dass sie jetzt ihren Frieden hatte, haben Sie schon verstanden, dass sie tot war? Ich hoffte es so sehr. Und ich hasste es so zu denken. Ich hasste es so zu denken. Nun, es ist nicht so, als wüsste ich, wie ich mich verhalten sollte, aber was ich Sie fragen wollte, wenn Sie sagten, dass Sie Ihren Frieden gefunden hätte, war Ihnen schon klar, dass sie nicht länger am Leben ist. Stimmt das? Ich hoffte es. Sie hofften es. Also, es war Ihre Absicht, ihr das Leben zu nehmen. Okay. Na gut. Und darum brachten Sie sie ins Badezimmer. Nachdem Sie, also als sie auf der Couch lag, wollten Sie nicht, dass sie am Leben bleibt, richtig? Richtig. Okay. Okay. Heidi, gibt es noch etwas, das wir wissen sollten? Ich denke nicht. Okay. Ich fühle mich, als wäre ich in einem Videospiel oder einem Film gefangen. Ich denke mir den Mist nicht aus. Nein, nein, das ist verständlich. Also, was wir tun werden, wir werden sie rüberbringen und noch eine Aufnahme machen, oder? Ja, genau.
Okay, ich werde Sie von drüben bitten, sie zu holen und rüberzubringen. Und dann höre ich ständig Präsident Trump, wie er sagt, dass China eine Krankheit ist. Und sie eine Asiatin. Ich fühle mich, als ob ich es verloren hätte. Und ich bin keine Rassistin. Naja, jeder eben. Also, wir wären dann soweit klar, aber Heidi, bevor Sie zu Ihrer Oma gingen, hatten Sie nicht die Absicht, sie zu verletzen. Also, Sie dachten vorher nicht drüber nach. Ja, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen. Sie hatten schon einmal drüber gesprochen, ja, aber nachdem Sie mit der Dame über das Baby am Steg gesprochen haben, Sie dachten also nicht drüber nach, bevor Sie zu Ihrer Oma gingen. Nicht mit der Absicht, nein. Ich dachte eben nur über diese eine Frage nach. Nur darüber. Warum sie mich das fragte. Und dann dachte ich an meine älteste Tochter. Da hatten wir mal auf einem Geburtstag eines Freundes, saß sie in so einem kleinen Minipool zwischen uns. Und meine Tochter war 2. Und wir redeten. Und sie war direkt hier und ich hier. Und sie hatte ihren Popo etwas nach oben geschoben. Und sie konnte die Seite nicht erreichen. Da war sie so 30 Zentimeter im Wasser und ich meinte nur, was zur Hölle, hebt sie hoch. Wissen Sie, was ich meine? Ja, wie schnell sowas passieren kann. Ja, genau, wie schnell. Das dachte ich mir, als sie mir diese Frage stellte. Das eben. Okay. Aber wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Wir werden jetzt kurz mit Christina sprechen, dann sind wir sofort zurück. Okay, wann kann ich gehen? Sie bleiben besser noch hier. Heidi wurde wegen Mordes schuldig gesprochen und erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sie hat jedoch nach 15 Jahren die Chance auf Bewährung. Wie immer brenne ich auf eure Meinung zu dem Fall, der heute aufgrund der Feiertage etwas kürzer ausgefallen ist. Ich hoffe, ihr fandet ihn trotzdem spannend und ich freue mich, eure Kommentare dazu lesen zu dürfen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es toll, wenn ihr ein Like da lassen würdet und wenn nicht, auch ein Dislike. Die Krönung wäre natürlich, wenn ihr, falls noch nicht geschehen, ein Abo dalassen würdet. Danke und bis zur nächsten Folge vom Übersetzer. Haut rein!